ich habe meine Jacke abgegeben und draußen ist einfach so ein beschissenes Wetter, das ist unglaublich. Also es regnet und es stürmisch und jetzt war ich erstmal auf der Toilette und habe mir die Haare neu gebürstet. Und ja, die Organisation ist bis jetzt so lala, aber ich gehe jetzt mal mit euch rein. Meine Nägel schön machen lassen und anscheinend gibt es jetzt die Meet and Greets, aber ich glaube, da darf ich nicht rein mit meinem Pro-Ausweis. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen rumlaufen und es gibt echt mega viel. Ich habe Boris Entrup schon gesehen. Ich war gerade hier am roten Teppich gestanden und da sind gerade sehr, sehr viele Leute vorbeigelaufen. Zum Beispiel die Ishtar, der Sammy, die Bella. Alle möglichen. Und jetzt ist, glaube ich, irgendeine andere Veranstaltung, wo ich jetzt mal hinlaufe. Und die Leute, also bei dem Stand von Nyx oder Nix oder NYX oder wie auch immer man das nennt, da stehen die wirklich über 100 Meter, glaube ich. Zieht euch das mal rein, Leute. Die stehen alle und die stehen noch ewig weiter. Das ist richtig krass. Ich meine, man kriegt das doch auch im Douglas, oder? Zumindest die meisten Sachen. Aber vielleicht gehe ich dann nachher auch mal gucken. Glaubt ihr, dass man sich auf gewisse Themen spezialisieren und fokussieren sollte? Oder sollte man sich eher sehr breit gefächert aufstellen? Also ich finde es persönlich am wichtigsten, dass man einfach das macht, wo man gerade Lust drauf hat. Das kann sich natürlich mit der Zeit ändern. Weil nicht direkt bis zum Würmelkranz aufgetragen wird, sondern so ein Millimeter drunter, dass die eigene Haut ein bisschen durchkitzeln kann. Ich habe gerade welche erkannt. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Foto gemacht und zieht euch mal diesen geilen Instagram-Filter hier rein, Mathe. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht und ich habe mir eine Cola geholt und was zu essen. Und dann haben wir noch uns ein bisschen unterhalten mit der Mara zum Beispiel, der Forscher Cinderella. Und mit noch ein paar anderen und ja, jetzt laufen wir wieder rum. Und wenn mit wir meine ich übrigens Sie und mich, ja. Wir haben uns in München kennengelernt auf dem Trau dir was zu Event. Ja, und ich bin auch im Video drin. Ja, den Kanal verlinke ich euch auch hier unten in die Infobox. Ein bisschen pushen. Ja, dann. Ich bin eine sehr liebe Person. Ja, sie ist sehr lieb, wirklich. Voll der Zufall, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Hallo, ganz viele Grüße an alle Zuschauer von Lenas Lifestyle. Kommst du irgendwie auch in den Kommentaren? Kannst du schon mal bei mir kommentieren? Ja, kann gut sein. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn ich deine Videos gucke. Das kann sein. Also die Klo ist jetzt vorbei und ich bin wieder auf dem Heimweg. Ich muss jetzt erstmal die U-Bahn-Station finden, weil ich kenne mich hier einfach überhaupt nicht aus. Und dann fahre ich zum Hotel und heute Abend gehe ich wahrscheinlich noch was trinken mit ein paar anderen YouTubern. Und morgen wird schon wieder gedreht, also sehr, sehr fleißig dieses Wochenende. Ja, und ich glaube, dass es ganz cool wird, noch was jetzt noch kommt. Und ich fand die Klo ziemlich gut. Am Anfang habe ich mir so gedacht, ja, ein bisschen schlecht organisiert, aber danach war ich voll happy. War es schlecht organisiert? Am Anfang war es schlecht organisiert. Die Halle war jetzt sehr klein. Ja, die Halle ist sehr klein, die Stände waren relativ klein, es waren extremst viele Leute da und man ist richtig, richtig schlecht reingekommen. Hier übrigens, wer redet hier neben mir? Anni! Janni? Ja, auf jeden Fall. Ich konnte durch den VIP-Eingang rein, aber die Leute, die sich da ein Early Babe Pass oder ein normales Ticket geholt haben, die mussten halt echt im Regen draußen stehen und es war richtig, richtig beschissenes Wetter. Also sorry, dass ich mich so ausdrücke, aber es war echt nicht so geil, das Wetter. Und die mussten halt echt lange draußen warten, das war ein bisschen schlecht organisiert, aber sonst war es eigentlich ziemlich cool. Man konnte sich auch überall hinsetzen und so. Wir müssen irgendwo gleich da runter.
Ja, wir sind von da hinten zu mir gekommen, ich will nicht durch den Matsch laufen. Alter, also ich habe keinen Plan, wo wir sind. Lost in Bochum! Gibt's hier einen geteerten Weg? Nee. Ich habe weiße Schuhe an, muss man dazu sagen. Und der Boden ist nass. Ey. Voll dicht den Matsch gerade. Mit meinen weißen Schuhen. Aber ich habe mir extra, bevor ich losgefahren bin nach Bochum, ein Schuhreinigungszeug für weiße Sneaker gekauft. Weil ich wusste, dass es kommen wird. Und ja, das werde ich jetzt auch gebrauchen müssen. Also ich bin jetzt hier mit der Hannah. Hi. Verlinke ich auch unten in der Infobox. Sie ist nämlich auch YouTuberin. Und wir gehen jetzt schön was essen. Die Klo ist nämlich rum und wir haben Hunger. Wie ist dein Hunger, Fazit? Hunger, Hunger. Was sagst du so? Ja, habe ich eigentlich schon gedreht. Aber nein, ich fand die Klo eigentlich gut, aber am Anfang war sie schlecht organisiert. Dadurch, dass alle im Regen draußen warten mussten und so. Ja, aber ja, das war das einzige Schlechte, aber sonst fand ich es ultra gut. Mit Sitzgelegenheiten, Handyladen und allem. Also ja. Fazit ist top. Mir Spaghetti geholt. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel und es ist irgendwie... Ja, 12:30 ungefähr und ich bin so müde und ihr seht auch, ich habe mega das Chaos auf meinem Bett. Das heißt, bevor ich schlafen gehe, muss ich erstmal aufräumen. Und ja, der Tag war cool, war eine richtig coole Erfahrung und ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und was ich auch noch unbedingt loswerden möchte, ich habe auf Snapchat... Gut, das werdet ihr dann nicht mehr sehen, weil dann 24 Stunden rum sind. Aber auf Instagram habe ich auf jeden Fall coole Fotos von der Veranstaltung gepostet. Und ich denke, da werden auch noch ein paar coole Fotos folgen, weil ich habe sehr viele Fotos gemacht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!